Also wir haben sehr viel Höfin erhalten können in der Region durch unsere Projektarbeit. Klein, mittelbäuerliche Höfe. Und das funktioniert im Grunde so, dass wir vom Acker bis zum Teller oder vom Farm to Fork eben die gesamte Wertschöpfungskette, wie man heute sagt, oder besser Wertschätzungskette, in bäuerlicher Hand haben. Und wenn man jetzt, das ist auch ganz aktuell jetzt, die neue EU-Agrarpolitik verlangt ja gerade das, Green Deal vom Field to Fork, vom Farm to Fork Strategie, das ist was wir eigentlich seit 35 Jahren machen und vorleben. Und das hat sicherlich auch, wenn wir jetzt mal von der Agrarwende reden, sicherlich auch die Politik beeindruckt, dass es so auch geht. Dass es nicht nur Wachsen und Weichen gibt und dass Landwirtschaft eben nicht rein kommerziell gesehen werden darf, sondern es geht um Agrarkultur, es geht um ethisch korrekten Umgang mit der Natur. Also das hat ja der Albert Schweitzer sehr schön formuliert. Ich nenne es immer seinen ethischen Imperativ, heißt Ehrfurcht vor dem Leben. Und es ist auch die Grundlage unseres Arbeitens, wir sagen Respekt vor der Schöpfung, das ist so analog in heutiger Sprache übersetzt. Das heißt, behutsamen und korrekten Umgang mit der Natur, mit den natürlichen Ressourcen, diese zu bewirtschaften und nicht zu verwirtschaften. Und das ist eine Kunst, das